So, was mich aber gerade interessieren würde, ist, werden die wieder reingespawnt? Where did you go to? Look, I'm there. Ah, ich glaube, wir werden jetzt so ein Teleport-Ding mal benutzen. You'll never get all the way up here. Die Sau! Er hat's deaktiviert. Na, klasse. Looks like he turned off the teleportation, Kalu. We'll climb up these walls here. Ernsthaft? Approach the wall to climb it. Na toll. Das klingt ja großartig. Good, let's see. Okay, klettern. Wenn Enzo in der Lage ist, irgendwo zu klettern, werden zwei visuelle Anzeigen auftauchen auf den beiden Seiten der skalierbaren Wände. Okay. Drücke den A-Knopf und bewege den Stick zu einer zu der Wand, mit der du mit dem Klettern beginnen möchtest. Wenn du einmal an der Wand kletterst, drücke den X-Knopf, um deine Kletterrichtung zu wechseln. Nach links oder rechts, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Drücke den Y-Knopf, um weiter nach oben zu klettern, okay? Das Klettern erfordert ein bisschen Anstrengung und benötigt deshalb Stamina. Oder verbraucht deshalb deine Stamina-Anzeige. Deshalb stell dir sicher, dass du genug Stamina-Items dabei hast, bevor du mit dem Klettern beginnst. Wenn du eine Mauer kletterst, werden Zeichen anzeigen. Was? Showing you. Ah ja, okay. Werden Zeichen anzeigen, wo du als nächstes hinklettern kannst. Sie helfen dir dabei, zu antizipieren, mögliche Fallen zu antizipieren auf deinem Weg und werden dir damit helfen, deinen Weg besser planen zu können, deinen Kletterweg. Wenn du fällst, drücke A, während du den Stick zu einem Platz bewegst, an dem du dich festhalten kannst, um dich von deinem Fall zu erholen. Enzo rutscht kontinuierlich weg, wenn er eine Mauer erklettert. Bewege den linken Stick nach unten, um diesen Abstieg zu beschleunigen. Bewege ihn zur Mauer, an der du derzeit kletterst, um ihn zu verlangsamen. Wenn du loslassen möchtest, drücke A, damit Enzo von der Mauer loslässt und sich selbst fallen lässt. Okay. Watch out for sheer drops. Make sure you choose the right way to climb. I know, Aaron. You don't need to keep telling me that. Sei doch nicht so ein Arschmensch. Oh. Mann, dieser Typ. Okay, wie klettere ich jetzt nach oben? Ich hab so toll zugehört. Ach so, mit Y. Ah, okay. Oh, ja, ich verstehe. Wir müssen... Ach Gott, das ist ja... ganz toll. Wow, not enough Stamina. Die geht aber schnell runter, kann das sein? Ich muss mich da erstmal diesen Kletterstil gewöhnen hier, Mensch. Ach du Schande, na das kann ja was werden. Ach, fick dich doch. So, gehen wir hier rüber. Nochmal hier rüber. Ja, läuft. Kriegen wir hin. Ah! Halt dich fest. Das dauert ja ewig, bis der sich festhält. Okay. Ach Mensch, stell dich nicht so an, Alter. Na klasse. Dafür brauchen wir ja sämtliche Stamina, die wir haben, ey. So, ein bisschen runter. Erstmal hier rüber. So. Meint er eigentlich das? Und dann sind wir doch schon oben. Hallo? Na, das kann ja witzig werden mit dem Gekletter. Also, da weiß ich nicht, ob ich mich das so dran gewöhnen kann. Das war sehr, sehr merkwürdig gerade. Oh, hier sind aber viele unterwegs, Mensch. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht so gern meine Stamina aufladen mit weiteren Items. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie es gerade ist. Okay, ich lasse euch mal kurz.
lasst ihr mich am besten auch mal kurz. Komme ich denn hier hoch? Ah ja. Haha. Sie kommen nicht bis zu mir hin. Gut, dann laden wir... Ach nee, die AP laden wir damit auf, ne? Und nicht die Stamina. So, macht aber nichts. Wir laden das trotzdem mal auf. Damit geht es umso schneller dann. Ich weiß halt nicht, wie viel wir jetzt tatsächlich davon brauchen. Es steht zwar 105 da, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr als das, damit es überhaupt erstmal verfügbar ist, das Ganze. Deswegen gehe ich mal über 300. Und dann probieren wir nochmal, den Löwen auf die Reise zu schicken. Oh, so viel Liebe. Ist das nicht niedlich? So, ab nach unten mit uns. Und jetzt... funktioniert es nicht. Ganz großartig. Naja, dann benutzen wir halt andere Fähigkeiten. Vielleicht brauche ich auch mehr Stamina dafür. Das kann auch sein. Papam! Und das sollte es doch dann gewesen sein. Ah nein, da ist noch einer. Aber der hat es jetzt auch hinter sich. Wunderbar. Kampf geschafft. Mr. Clean. Keine Ahnung, wofür es das Achievement gibt, aber nehme ich gerne mit. Das war die falsche Taste. Okay, wir schauen mal ganz kurz. Ja, wird schon passen. Gut, her damit. Und wir bewegen uns in diese Richtung. Das sollten wir auf jeden Fall wieder aktivieren. Und damit können wir uns das Gekletter dann jetzt im Prinzip auch sparen, wenn wir mal wieder unten sein sollten. Jetzt funktioniert der Teleport wieder. Hm. You're certainly clingy, aren't you? The boss is nearby, so you'll soon pay for your insolence. Ob der mehr aushält als ihr Typen? Alter, was ist das denn für einer? I sense an Orionic nearby. Once I have beaten these robbers, I'd better get myself ready to confront this Orionic. You might want to save your game before fighting an Orionic. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Es sind echt tausende Errungenschaften, die man hier kriegt. Hallo! Ja, kommt. Kämpfen wir doch mal. Haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. So, was haben wir denn hier so an Gegnern? Es sind nur Räuber, wie es aussieht. Not enough Stamina, Sauerei. Vielleicht muss ich die demnächst dann doch mal wieder aufladen. Naja, mal schauen. So, aber nicht für den Kampf jetzt. Das werde ich dann wahrscheinlich mal machen, bevor wir dann zu diesem Aurioniker kommen. Für die drei Hanseln spare ich mir das. Los, weiter! Okay, den lassen wir mal aus. Ja, funktioniert ganz gut. Und gehen einfach weiter. Also man kommt so langsam rein in den Kampfstil und gewöhnt sich dran und weiß, was hier, wo es drauf ankommt dabei. Here they are. The chief is also there. It looks like another group of immigrants. Oder der sieht ja schnucklig aus. Why are we not in Izao? You had promised. Huh? Did you not understand what I said earlier? Give me your wife and I will let you pass. But I can't do that. And body up, if you want a service, you also give a favor. We paid. We've given you everything we had. And you think that life is so easy? Your money isn't enough for me. Give me your wife. I will be gentle with her. I have been in this forest for weeks. Onia is no longer taking care of me. I'm going mad. My love, don't let him touch me. I beg you, give us one chance.
We do not want to go to Izao anymore. Let us go. A chance? You want a chance? Where I come from, to have a chance, you must prove you are a man. If you want a chance, hit me, like a real man. Then I will see if I will let you go. It is horrible. It is horrible. What can we do? He seems very dangerous. We must get help from the guards at the entrance. You must think I am really the most cowardly man from Zama, that you'd suggest me to let this go. Huh? No, that is not what I wanted to say. But what are you going to do? What the King of Zama must do. Er wird irgendwie immer arschiger. Pam! Oh nein, du hast da was kaputt gemacht. Ja, ich glaube, wir haben gerade einen Kampf angezettelt. Whoever did this is dead! Who are you? Who dare hit me? Do you know who I am? I am Norbert Koros, fool! You will never leave this forest alive! Norbert Koros, how can you claim the wife of another man? You are worse than an animal. Worse than an animal? What village are you from? I am Enzo Koriodan, King of Zama. Your perversion stops here. Enzo, is everything okay? Aaron, let me handle this. Keep your distance during this fight. I don't know if you are mad, but I am going to use your wife to wipe down once I have killed you. Alter. Ich glaube, den sollten wir mal ein bisschen Manieren beibringen, dem Typen. I have learned a new technique, Shaka's Wrath. I must use it to finish off my combos. Okay. Enzos Techniken. Während der Story wird Enzo immer wieder kämpfen müssen. Er wird neue Fähigkeiten erlernen oder sie erhalten. Ja. Alle diese Techniken können über das Fortschrittsmenü gemanagt werden. Alle Fähigkeiten von Enzo werden standardmäßig dargestellt, but sie sind nicht alle nützlich. Also nutzbar, nicht nützlich, Entschuldigung. Nutzbar sind sie nicht alle. Enzo kann nur eine Technik benutzen, wenn er das Mindestlevel erreicht hat. Okay, deswegen trainieren. Wähle eine Technik aus, um ihre Details in dem rechten Block zu sehen. Du wirst den Namen sehen, die Beschreibung und das Level, das benötigt wird, um diese Technik freizuschalten. Die gesperrten Techniken in der Liste werden, keine Ahnung, was padlocked heißt, angezeigt werden. Ich nehme mal an, ausgegraut halt. Okay, wenn Enzo das benötigte Level erreicht hat, wird er in der Lage sein, Techniken auszurüsten. Er kann maximal 3 ausrüsten, die in seinem Combat hat, angezeigt werden. Drücke Y, um eine Technik auszurüsten und dann wähle einen Slot mit dem linken Stick. Dann bestätige das Ganze mit A. Okay. If you go over your Orionic limits, I can heal you. I'm gonna break your legs and make sure your wife's watching you suffer. And so, don't be scared, I can handle it. Promise me you'll hit him hard. Anything for you. Okay, auf geht's. Holen wir noch mal ein bisschen die Luft. Oh, Sauerei. Okay, ich würde sagen, wir probieren mal den neuen Skill aus. Okay, das ist ein Schlag. Das muss mir vorher jemand sagen. Oh, he's got a good guard up. I must get in charge this.
Scheiße. Klappt gut. Ich sehe schon. Wir laden mal alles so ein bisschen auf. Oh. Habe ich überhaupt ein Schwert in der Hand? Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe gar kein Schwert. Okay. Ich würde sagen, wir wechseln mal. I might not know what your legacy is yet, but I'm going to show you mine. The honor of the kings of Zama. People like you who treat other people's wives like objects are destined to end up in the end of my spear here. And so be careful with you if you go over your limits. Honor! Okay. Help me. Ja, das hat natürlich gar nicht funktioniert gerade. So, was brauchen wir denn, um seinen Block zu lösen? So, Perversion, na toll. Jetzt habe ich natürlich wieder den Text übersprungen auszusehen. Aber jetzt kennen wir auch seinen Beweggrund, um... Moment, ich muss mal kurz mich heilen. Nobody attacks the chorus and comes back alive. Jetzt kennen wir auch seinen Beweggrund, arionische Fähigkeiten zu erlernen. Gut, wir sind irgendwie nicht so gut dabei, habe ich das Gefühl. Ich komme mit dem Kampf nicht so richtig klar hier. Okay. Diese blöde Deckung, die macht mich so ein bisschen fertig bei ihm. Okay, jetzt haben wir ihn mal ein bisschen aus der Deckung raus. Das hat zumindest schon mal so ein bisschen funktioniert. Aber ich muss sagen, so richtig stecke ich immer noch nicht in diesem Kampfsystem drin. Kann ich mich denn eigentlich von ihr heilen lassen? Ja, kann ich. Final Speech, was auch immer das bedeutet. Ist auch egal. Wir laden mal ein bisschen. Das war daneben. So, mal sehen, wie weit wir kommen. Er nervt schon so ein bisschen. Oh, ich schlage dich. Oh, jetzt kommt er doch noch. Ich wollte gerade schon sagen, es ist schön, dass er mich machen lässt. Ah, du Sau. Okay. Dann geht's wieder los. Oh, shit. Ich komme irgendwie überhaupt nicht zurecht gegen ihn. Das war nicht das, was ich wollte. Das wollte ich. Okay, wir können also die Attacken, die im nicht-arionischen Modus sind, immer noch ausführen dann. Okay, Shaka's Punishment. Da gibt es sogar noch eine Errungenschaft für. Hui. Ich glaube, das ist eben genau die Attacke, die mir hier richtig weiterhilft in dem Kampf. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich nicht zu viel Leben verliere, wenn er mich angreift. Das scheint ziemlich schnell zu gehen teilweise. Oh, Alter. Ist gut. So. Ich glaube, wir wechseln nochmal in den arionischen Status. Und laden uns ein bisschen auf vielleicht. Oh, Alter, du nervst, du nervst. Das ist Wahnsinn. Ey, ich kann nicht mal über ihn drüber springen. Es ist so schrecklich. So, machen wir nochmal hier die Nummer. Das ist eigentlich überhaupt nicht praktisch, wenn man Aaron in der Luft ruft, ne? Muss ich mal so feststellen. Okay. Oh! Brutal Embrace, ich glaube, ich sollte gehen. Es ist zu spät. Ich bin genau reingeraten in seine arionische Attacke. Das ist natürlich großartig. Erstmal schön heilen. Gut, jetzt aber. Jetzt sind wir dran. Verdammt, irgendwie klappen die Attacken manchmal überhaupt nicht so, wie sie sollen. Oh ja!
Der fliegende Löwe! Das hat gut gesessen. Wunderbar. Der fliegende Löwe hat zu uns gerichtet. Der Perversling ist besiegt.